Mit Karl dem Großen war das Fränkische Reich endgültig ein Großreich geworden, das große Teile West- und Mitteleuropas umfasste. Der Titel König der Franken wurde dem Reich immer weniger gerecht. Einhard berichtet, Karl wäre von der Kaiserkrönung geradezu überrascht worden. Demnach sei Karl auch nach Rom gekommen, um dem Papst in einer schwierigen Situation zu helfen. Da wurde er plötzlich zum Kaiser ausgerufen, was ihm äußerst zuwider gewesen sei. Karl, so schreibt Einhard, hätte die Kirche trotz des hohen Feiertages Weihnachten selbstverständlich gar nicht betreten, wenn er von den Plänen des Papstes gewusst hätte. Bei der Frage, wie es zur Kaiserkrönung kam, müssen größere Zusammenhänge berücksichtigt werden. Drei Mächte gab es damals in der bekannten Welt: den Papst, den Kaiser in Konstantinopel und den Kalif von Bagdad. Von diesen drei Mächten war der Kalif wohl der mächtigste, residierte aber weit weg und führte eine nichtchristliche Herrschaft. Es gab kaum Kontakte mit dem Westen, zumal auch die muslimische Expansion in Europa ein Ende fand. Für Karl war daher eher der Papst und der byzantinische Kaiser wichtig, denn dafür sprach einerseits die Nähe, andererseits das Christentum. Schließlich beanspruchten auch beide das römische Erbe. Der byzantinische Kaiser sah sich als Weltenherrscher. Politisch entwickelte sich die Idee einer Familie der Könige, welcher er als Vater vorstand. Damit war eine Lösung gefunden worden, die Realität und Anspruch befriedigen konnte. Zwar gab es zwischen den Franken und Byzanz Konflikte um Italien, gemeinsame Feinde waren aber die Awaren, die Langobarden und die Araber. Gegenüber Italien führte Karl die Politik seines Vaters Pippin fort. Die Langobarden wurden besiegt, der entstehende Kirchenstaat und damit der Papst stand unter dem Schutz der Franken. Ab den 780er Jahren zeichnet sich die Erringung des Kaisertitels ab. Karl war gleich mehrfach in Rom. 781 wurde Sohn Karlmann in Rom getauft und nahm den Namen Pippin an. Als Taufpate fungierte der Papst persönlich. Gemeinsam mit seinem Bruder Ludwig wurde er zugleich auch gesalbt, um als Unterkönig zu agieren. Seit dieser Zeit datierten die Päpste ihre Urkunden auch nicht mehr nach den byzantinischen Königsjahren. 787 wählte Karl erneut in Rom, nun schon zum dritten Mal.